Hallo und gesenkt zu einem neuen Let's Retro Play. Und ja, bevor jetzt alle gleich enttäuscht sind, entschuldige ich mich. Es handelt sich hierbei um Locomotion, aber nicht um das Locomotion von Chris Sawyer, sondern Locomotion von André Wüthrich von Kingsoft von 1992. Und das ist auch keine Wirtschaftssimulation oder ähnliches, sondern ein Geschicklichkeitsspiel. Weil am Kanal bei mir heißt es ja, und ab und an ein paar Ausreißer. Jetzt ist wieder mal Zeit für einen Ausreißer. Um Züge geht es immerhin. Und ich zeige das deswegen her als Let's Retro Play, weil das ja eigentlich am Amiga damals ein absolutes Suchtspiel für mich war. Nicht zuletzt wegen, gehen wir nochmal kurz zurück, dem Editor, der auch dabei ist. So, ich zeige euch aber jetzt mal das Spiel. Schwierigkeitsstufe A oder Szenario A, wie auch immer man will. Starten wir direkt rein. Und es ist sehr schnell erklärt. Man hat hier mehrere Bahnhöfe, in dem Fall A, B und C. Da erscheinen nach und nach Züge, die in einen bestimmten anderen Bahnhof wollen, wie der zum Beispiel, der will wieder zurück nach B. Und man kann hier Weichen stellen und den so über die Gleise zum passenden Bahnhof lotsen. Was man aufpassen muss, ist, ja, die Züge dürfen nicht zusammenstoßen. Sprich, sollen wir es mal provozieren? Provozieren wir mal einen Zusammenstoß. Na, so geht's nicht. So, jetzt können wir einen Zusammenstoß provozieren. Da gibt es nämlich auch einen Counter. Hier drei. Das heißt, drei Züge müssen wir noch an den Bahnhof bringen. 10 Zusammenstöße können wir uns leisten. Die schauen so aus. Hat uns zwei abgezogen, weil zwei Züge weg sind. Und die letzte Zahl drunter, das ist der Countdown. So viel Zeit haben wir, um den Level zu erledigen, 100 Sekunden. Ja, und ihr habt es auch gesehen, Züge bleiben an Weichen, die so gestellt sind, stehen und in falschen Bahnhöfen drehen sie um. Kann man sich auch zunutze machen, um ein paar Strecken abzukürzen. Und naja, das war's eigentlich schon und wirkt jetzt relativ simpel, kann aber im Verlauf der Zeit ziemlich schwierig werden. Also kommen dann mehrere Bahnhöfe dazu, mehrere Züge, teilweise schneller, teilweise langsamer. Wird richtig stressig und ganz schön anspruchsvoll. So, haben wir es geschafft. Würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich den nächsten Level an, Level Nummer 2. Eben, schaut schon wieder ein bisschen anders aus. 10 Züge müssen wir ans Ziel bringen, 10 Zusammenstöße dürfen wir uns leisten. 260 Sekunden Zeit. Timer bleibt übrigens stehen, wenn kein Zug am Bildschirm ist. So, jetzt habe ich ein bisschen gepennt, aber sollte noch passen. So. Ja. Gut, was kann ich zu dem Spiel jetzt noch sagen? Eigentlich nicht wirklich viel. Außer, ja, ist für DOS. Gibt es entsprechend mit der DOS-Box zum Spielen. Also gibt es als Download, also Abandonware, und kann eben mit der DOS-Box gespielt werden. Gibt es natürlich, wie schon erwähnt, auch für den Amiga. So. Kurz still sein und ein paar Weichen stellen. Kann man also auch mit WinUAE problemlos spielen. So. Und ich würde sagen, den Level machen wir fertig. Dann schauen wir uns noch ein bisschen einen schwierigeren an, weil bei Locomotion gibt es auch unterschiedliche, wie sagt man denn, Klimazonen fast schon, also unterschiedliche Szenarien auch optisch, also unter anderem Wüste und Eis, wenn ich mich richtig erinnere. Die werden wir uns auch noch anschauen. Und ich hoffe, mich zwingt da keiner zu einem Let's Play, weil das könnte lange dauern. Da gibt es nämlich viele Level. Also ich glaube, von A bis L geht das Ganze und jedes hat dann bei den, ja, 10 Level oder so, also eine richtig gute Menge. So. Den noch ins Ziel bringen, dann haben wir es geschafft. Na. No. Passt. So, dann schauen wir uns kurz den nächsten noch an. Level 3. Ja, schaut dann so aus. Ich sage, steigen wir da mal aus. Und
Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal F. Zum Glück habe ich ja hier die Codes zur Hand. Eben, da, wie vorher angesprochen, ein Eislevel. 15 Züge müssen wir da jetzt ans Ziel bringen. 8 Zusammenstöße. Und da sind jetzt auch um einiges mehr Bahnhöfe, wie ihr seht, und um einiges wirreres Gleissystem muss ich mich selber erst zurechtfinden. Und da kann es dann schon ganz schön schwierig werden. So, der muss zu C, der soll einfach mal umdrehen. Ja, viel ist zum Glück noch nicht los. So schnell, bevor der Zug rauskommt. F, wo ist F? F ist da drüben. Da können wir durch den Bahnhof E fahren. Ja, noch alles halbwegs im Griff. Habe mir auch lang überlegt, wie ich das Spiel präsentieren soll, ob ich irgendwie was schneiden soll. Und mir gedacht, na, am besten einfach spielen. Ein paar Level herzeigen. Und mal schauen, wie die Leute reagieren. Bin wirklich sehr gespannt, weil es hat ja mit den sonstigen Let's Plays jetzt absolut gar nichts zu tun. Ah, was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, es gibt eine Neuauflage von dem Spiel. Das werde ich dann auch noch herzeigen als Let's Check. Ich schätze mal, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal, es gibt sowieso einige Varianten von dem Spiel. Also Shortline Railroad zum Beispiel, sage ich mal, ist ja auch relativ ähnlich. Wer das noch kennt, für, puh, DOS war das auch, ich glaube auch für Amiga. So, wo ist der Bahnhof E? Ah ja, das ist eh der, kann man direkt umdrehen lassen. Das werden wir uns auch noch anschauen. Funktioniert aber im Prinzip gleich. Auch ein Geschicklichkeitsspiel. Züge von A nach B lotsen. So. F nach D. So, da gibt es hoffentlich keinen Zusammenstoß. Nö, das hat noch gepasst. So, da lassen wir wieder umdrehen. Ja, sind wir gut in der Zeit. 5 Stück brauchen wir noch. Das sollte gleich hinhauen. Und dann schauen wir uns eigentlich noch ein Level an und dann lassen wir es mal gut sein. Und ich werde schauen, dass ich euch einen Link platziere in die Videobeschreibung auf den Download von dem Spiel. Falls ihr jetzt doch Lust bekommen habt, unerwarteterweise. Oh. Ah, das war mir jetzt zu knapp. So, E, das ist dafür einfach. Das habe ich verpasst. Okay, dann bitte die Strecke wählen. So, Bahnhof B, sehr gut. Und dann haben wir es geschafft. Fertig. So. Gut. 20 Züge. Ja, wird schon anspruchsvoller. So, dann schauen wir uns noch was von hinten an. Ich würde sagen, L. Ah, da wären wir jetzt wieder in einer bisschen gemäßigteren Zone. Ich hoffe die ganze Zeit auf irgendwas Stressigeres. Zum Teil sind die Level allein dadurch stressig, dass man relativ wenig Verbindungen hat, so wie hier, verhältnismäßig wenig Gleise, um zu agieren. Das könnte schon knapp werden. Ah, ist sich noch ausgegangen. So, Bahnhof A. So, gerade und gerade noch. Und hier zum Beispiel die Einfahrtsstrecke zum Bahnhof A, wie auch zum Bahnhof E, sehr, sehr lang. Also da hat man echt hohes Risiko, dass da irgendwas entgegenkommt. So, schauen wir mal, wohin will der Nächste? Und ich behaupte mal, wer es schafft, Locomotion als Let's Play zu machen und das auch noch adäquat zu kommentieren,
Der hat wirklich eine Medaille verdient, weil das ist noch schwieriger wie Minecraft, hier was dazu zu sagen. Also da müsste man ein Plauderstündchen einrichten und das macht das Ganze nicht einfacher, weil bei dem Spiel muss man sich mitunter auch ganz schön konzentrieren. Ab und zu ein bisschen nachdenken. Jetzt in dem Level, sag ich mal, noch nicht relativ einfach. Hätte ich ja glatt Lust, so weit zu spielen, dass ich euch noch einen schwierigeren zeigen kann. Weil da ist jetzt fast sogar ein bisschen langweilig. Na, schon machen wir es so. Zeige ich euch noch den Editor. Der ist auch ganz nett. Da kann man nämlich schöne, anspruchsvolle Level zusammenbasteln und die dann selber spielen. Ja, ich würde sagen, ihr glaubt mir, dass ich das schaffen würde. Dann springen wir da mal raus, eben zum Editor. M bis X ist dann komplett frei, um selber was zu bauen. Und bei dem, ja, bei den Bretten, bei der Brettnummer kann man dann jeweils, also man hat 3 zur Verfügung pro Buchstabe. Oh, da wollte ich nicht rein. Also hier nochmal 3, kann man alles mögliche einstellen, wie eben zum Beispiel, wie viele Aufträge soll es geben, wie viel Zeit pro Auftrag, das wird dann hochmultipliziert, Unfallzähler kennt ihr eh schon, dann eben Verkehrsaufkommen, stellen wir mal alles auf, stellen wir es mal auf super schwer, 7 Züge parallel, ja, Geschwindigkeit machen wir dafür auf Mittel, Zielanzeige an, das ist natürlich auch lustig mit Zielanzeige aus, wenn man nicht weiß, wohin der Zug fahren soll. So, und ja, der Editor selber schaut so aus, man hat alle Teile zur Verfügung, inklusive, was wir noch nicht gesehen haben, auch Signale. Und ja, ist relativ einfach platziert, die da irgendwo in der Landschaft, baut entsprechend die Gleise zusammen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo sind die Weichen hin verschwunden. So, da sind sie. Und der Fluss, den gibt's da auch. Mal da einen Fluss reinzaubern. So. Eine Weiche, einfach um das schnell mal halbwegs sinnvoll zusammengebaut zu haben. So. Puh, keine Ahnung. Hätte ich mir vorher was überlegen sollen, gebe ich zu. Ich schon sage, halbwegs sinnvoll. Machen wir so. Da eine Schleife. Zum Wenden. Da packen wir noch einen Bahnhof hin. Und dann werden wir die Karte natürlich auch gleich testen. So, da werden wir uns vom Fluss dann doch trennen. In dem Fall. Okay, so, da noch. Schaut doch schon halbwegs nett aus. Dann noch ein bisschen Deko. So, und ein paar Bäumchen. Und schon haben wir eine Map gebaut. Wollen wir gleich testen. Kein Innenverfeld, das haben wir noch vergessen, brauchen wir natürlich auch. Das ist das hier, wo die ganzen Anzeigen sind. Brett 1, okay, ja. Sehr gut, dann können wir das spielen. Und schon geht's los. Oh, jetzt weiß ich, was Verkehrsaufkommen hoch heißt. Auf allen Bahnhöfen wird gleichzeitig abgefahren. Okay, das ist schon mal nicht die beste Idee. Da werden wir Probleme bekommen. Okay, das ist nix. Wow, okay. Da gibt es schon einen ersten Unfall. So. Puh. Unglaublich.
Okay, schwer, sage ich mal. So. So, boah, lass sich das noch irgendwie regeln. Ich bin mir nicht sicher. So, nächster Unfall. Okay, jetzt seht ihr mal, wie es ausschaut, wenn es halbwegs schwierig ist. Nämlich genau so. Vor allem, wenn man sich dann ein Level zusammengebaut hat, der einfach nicht lösbar ist. Ja, okay, ich glaube, das lassen wir wieder. Mit Verkehrsaufkommen Maximum ist das nicht zu schaffen, aber ich glaube, ich habe gut demonstriert, dass das Spiel auch schwer sein kann. Und ja, das war's dann eh schon. War mal ein bisschen was anderes, hat euch trotzdem gefallen. Schaut es euch mal an. Ist echt ein nettes Spiel für zwischendurch. Und wenn man so ein bisschen Geschicklichkeitsknobel Spiele mag, dann echt eine nette, nette Abwechslung für zwischendrin. Wünsche alles Liebe, alles Gute. Sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, für denk. Und baba.